الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin Jamal Al-Khatib und lebe seit 16 Jahren in Österreich. In meiner Heimat war Krieg, deshalb ist meine Familie hergekommen. Aber auch hier war mein Leben bisher alles andere als friedlich. Ich habe vieles gesehen und erlebt, auch viel Scheiße gebaut. Ich habe gesehen, dass einige meiner Freunde für Dollar in den Krieg gezogen sind. Die meisten sind mittlerweile gestorben. Auch ich habe mit den Gedanken gespielt, nach Syrien zu gehen, um gegen Assad zu kämpfen. Im Fernsehen zeigen sie, dass sich immer noch Menschen den Islamischen Staat anschließen, ihn sterben und andere unschuldige Menschen mitten in den Tod reißen. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass das der richtige Weg ist. Ich war im Gefängnis und hatte viel Zeit, um mir Gedanken zu machen. Jetzt bin ich frei und habe euch eine Geschichte zu erzählen. Meine Geschichte. Ich habe Freunde, die mir helfen, meine Gedanken zu euch zu bringen. Zu euch Ikhwani und Akhwati, meine Brüder und Schwestern. Inshallah, ich werde euch erzählen, was ich alles erlebt und getan habe. Mir ist wichtig, dass ihr nachdenkt und nicht die gleichen Fehler macht, die ich gemacht habe. Das ist mein Weg. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Al-Khatib.